weil sie sieht, er kann es. Für ihn ist, das ist einfach, da muss man auf die Kinder ganz anders darauf eingehen. Der macht die Hausaufgaben nicht, weil er sie nicht machen will, sondern weil es für ihn keinen Sinn gibt, warum er sie machen soll. Ich sehe, es wird nachher interessant werden und noch, wir werden noch einiges diskutieren. Dann ganz auch Familie König, danke für die Einladung, für mich auch mal ganz neu, vor allem mit Medizinern nicht nur zu reden, sondern vielleicht nachher auch sich auszutauschen. Thema ist klar, zwei Fragen, die soll ich beantworten, die werde ich nachher auch in einem Fazit versuchen. Geistige Behinderung ist in Versmann geschrieben, das hängt damit zusammen, dass wir ja nach diesen Begriffen wie Idiotie oder Imbezilität, die wir ja überwunden haben, eigentlich dachten, naja, geistige Behinderung ist ja ganz in Ordnung, ist aber nicht so, weil viele Personen und Fachleute aus meiner Zunft stehen nicht mehr dazu. Geistige Behinderung wird heute in Anführungsstriche gesetzt. Oder es gibt Bücher, da heißt es sogenannte geistige Behinderung, zugeschriebene geistige Behinderung, immer neue Wortkreationen, um nicht irgendwie diskriminierend zu wirken, bis hin dann zu Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Besser wäre vielleicht intellektuelle Beeinträchtigung, denn in den USA spricht man von intellektuellen Disorder, das wäre vielleicht Konsens, aber ansonsten ist es schwierig, und wenn Sie irgendwas lesen, sind Sie nie so genau sicher, wer gemeint ist, das muss man wissen. Ich werde etwas zu meiner Person sagen, dann geht es in den Bereich Schule und am Schluss noch, und wenn ich keine Zeit mehr habe, dann können Sie mich daran erinnern, ich hoffe, dass wir noch zum Thema Arbeit und Beruf kommen. Ja. Die Batterie ist auch. Wenn Sie etwas mit jemandem reden, etwas erfahren über ihn, müssen Sie müssen genau wissen, wo er herkommt, aber welchen Beruf er hat, welche Sozialisation er hat, oder betroffenes Elternteil ist. Und es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen und Stellungnahmen zur Inklusion. Ich komme also aus der Pädagogik, ich bin kein Mediziner, habe in Koblenz und Mainz studiert, Lehramt für drei verschiedene Fachrichtungen, die Diplompädagogik, und war dann etwa 3 Jahre an einer Schule für Blinde und Sehbehinderte und dann nochmal 10 Jahre an einer Schule für geistig Behinderte. Also zumindest kenne ich auch die traditionelle Praxis, obwohl es schon viele Jahre her ist. Ich bin dann 2000 nach Würzburg gegangen, hatte mit sehr vielen Themen zu tun, aber eigentlich nicht viel mit Integration oder Inklusion. Das hat sich geändert und es war eine sehr interessante Zeit. Als der Bayerische Landtag, Sie sehen hier das Landtagsgebäude, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingerichtet hat mit dem Thema, eine Inklusion zu befördern im Freistaat Bayern. Und da die Parlamentarier auch ja nicht so recht wussten, was eigentlich praktisch da zu tun ist, haben sie eine sogenannte Expertenkommission einberufen. Und das waren 4 Professoren von München und Würzburg. Und da war ich dabei. Und wir haben eine ganze Reihe von Stellungnahmen halt abgegeben, wie Sie hier sehen. Auch das hier ist ganz interessant. Profilbildung inklusive Schule. Das ist so eine Art Index für Inklusion, wo den Schulen, alle 5000 Schulen in Bayern haben das bekommen, gezeigt werden sollte, wie man vielleicht Inklusion auf den Weg bringen kann. Noch interessanter war dann, dass wir auch forschen konnten, nachdem wir 2 Jahre lang brauchten, um das Geld zusammenzubekommen. Und wichtig ist, dass wir in 4 Bereichen geforscht haben. Und Sie sehen hier schon ganz zentrale Bereiche von Inklusion. Und zwar, es geht immer um Kinder und Jugendliche, die es zu definieren gilt, deren Förder- und Bildungsbedarf zu eruieren ist. Es geht um einen inklusionsorientierten Unterricht. Also die Frage, wie kann man mal in heterogenen Lerngruppen möglichst alle Kinder so abholen, dass sie dann auch vom Unterrichtsangebot etwas anfangen können.
Es ging weiter um multiprofessionelle Teams, weil das kann nicht einer schultern, sondern das müssen dann mehrere Fachleute machen, Lehrpersonen mit sonderpädagogischer Ausbildung, Grundschullehrer, Sekundarschullehrer, Krankengymnasten und vieles mehr. Und die müssen miteinander kooperieren können. Und dann hatten wir noch das Thema Schulleben, wie kann man das gestalten und externe Unterstützungssysteme, weil es braucht manchmal auch von außen weitere Unterstützung für die Schulen, für die Klassen und für die Lehrer. Und all das haben wir dann auch in einer dreijährigen Forschung versucht, zumindest in Bayern einzuerheben. Und ich selbst habe diesen Bereich hier übernommen. Ja, es geht Zusammenarbeit der Lehrkräfte an Profilschulen und allgemeinen Schulen. Und daraus ist auch eine Publikation dann entstanden. Und wenn Sie wissen wollen, wie die bayerischen Schulen ticken, wie gut sie aufgestellt sind, können Sie oben rechts, da gibt es ein Büchlein, da haben wir die Forschungen zusammengestellt, inklusives Schulsystem, das kann man bei Klinkhardt kostenlos herunterladen, wenn Sie sich dafür interessieren sollten. Ich bin auch mit der Fragen. Dürfen die Schulen in Bayern aussuchen, ob sie inklusiv unterrichten? Nee, dürfen sie nicht. Ich sage mir auch noch was dazu. Es gibt sehr kompliziert. Was ist in Deutschland einfach? Ja, wir haben auch eine ganze Reihe von diese vier Lehrstuhlinhaber haben auch so eine Reihe Inklusion herausgebracht. Inklusion im Beruf, Inklusion in den verschiedenen Förderschwerpunkten lernen, sehen, hören. Und ich war verantwortlich für diesen Bereich Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Und hier erfahren Sie auch sehr viel, wenn Sie sich weiter damit beschäftigen sollten. Kurz nochmal, was meint eigentlich Inklusion? Denn es wird sehr viel darüber gestritten und manchmal, wenn man streitet und genau hinhört, merkt man, diese Personen, die streiten, haben nicht dasselbe Verständnis von Inklusion. Zunächst einmal, Inklusion ist keineswegs neu. Jakob Muth, das war ein allgemeiner Pädagoge, hat schon vor vielen Jahren gesagt, Integration ist kein Problem, dessen für und wider diskutiert werden kann, sondern eine Aufgabe, die den Menschen in einer demokratischen Gesellschaft aufgegeben ist. Oder einer meiner Lehrer, Georg Feuser, der hat eine kindzentrierte basale Pädagogik auf die Beine gestellt, die damals schon zu meiner Zeit, als ich studierte, eigentlich maßgeblich war. Und das ist immerhin 30 oder 40 Jahre her. Seine ersten Aufsätze sind schon vor 1980 entstanden. Und Georg Feuser war ein geistig Behindertenpädagoge, der hat früher eine große Schule für geistig Behinderte in Hessen geleitet. Oder hier UNOS, UN-Sonderberichterstatter, nicht die Menschen müssen sich dem Bildungssystem anpassen, sondern das Bildungssystem muss sich den Menschen anpassen. Und wenn man jetzt überlegt, das ist ja alles nicht mehr ganz neu. Wenn man überlegt, wo man heute steht, könnte man ein wenig verzweifeln. Zumindest viele Eltern verzweifeln, weil die Idee der Integration, die gibt es schon seitdem ich studiert habe und das ist schon viele, viele Jahre her. Die Sicht der Eltern und die Sicht der Fachleute unterscheidet sich auch sehr stark. Es gibt Eltern, die sind wirklich radikal für Inklusion, was man auch nachvollziehen kann. Und die fordern wirklich auch eine Inklusion, die auch bedeutet, dass man eigentlich alle Sondereinrichtungen und Sonderschulen abschaffen sollte. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, und die vielleicht Erfahrungen gemacht haben in der Inklusion, und sagen, nee, ich gebe mein Kind lieber an eine Schule, das heißt heute Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Da ist es besser aufgehoben. Ganz unterschiedliche Sichtweisen, bei den Fachleuten auch. Selbst bei uns an der Universität in Würzburg, in dem Institut für Sonderpädagogik, waren wir nicht einer Meinung. Und es gibt ganz heftige Diskussionen auch innerhalb unserer heilpädagogischen Zunft. Nochmal Inklusion.
ist ja natürlich nicht Exklusion. Es ist auch mehr als Kooperation. Es ist auch nicht Integration. Also man muss Inklusion von Integration auch wieder unterscheiden. Und ein kleines Spielchen, wahrscheinlich kennen Sie diese Figuren hier. Wenn man jetzt unterschiedliche spezielle Einrichtungen hätte, und dann könnte man versuchen, halt die zurückzuholen aus den Sondereinrichtungen zu integrieren. Aber Inklusion meint noch ein wenig mehr, nämlich auch, dass man dann diese Sondereinrichtung eigentlich nicht mehr braucht. Vielleicht sogar noch mehr, dass es nur noch eine Schule gibt, die wohnortnahe Grundschule oder die wohnortnahe Sekundarstufe 1. Und dort werden alle aufgenommen und halt so geschult, gebildet, erzogen, wie sie es brauchen. Das ist die Idee der Inklusion, die weitergeht als die Idee oder die Leitidee der Integration. Die Behindertenrechtskonvention hat Herr König schon mal in einem Video vorgestellt, habe ich gesehen. Kennen Sie wahrscheinlich alle das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung? Klar, da haben aber jetzt viele gesagt, aber wir machen doch auch in den Sonderschulen Inklusion. Wir bilden diese Schüler und bilden die Voraussetzung, dass sie später mal in die Gesellschaft integriert werden können. Aber man muss genau hinschauen, die UN-Konvention sagt ganz deutlich, was sie meint und dass sie mehr meint, nämlich die Vertragsstaaten, und wir haben ja unterschrieben, nicht alle haben unterschrieben, die Schweiz zum Beispiel noch nicht, stellen sicher, dass Menschen mit Behinderung nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Gut, Sonderschulen gehören auch zum allgemein bildenden System. Aber unter B heißt es hier, Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. Und die Gesellschaft bzw. der Staat muss entsprechende Vorkehrungen dafür treffen. Jetzt wird heftig gestritten unter Fachleuten und auch Juristen, ob man daraus jetzt herleiten kann, dass einfach ein Recht besteht, an einer Grundschule oder an einer weiterführenden Schule oder auch am Gymnasium unterrichtet zu werden. Aber soviel ich weiß, und ich kenne kein Bundesland, wo das so einfach einklagbar ist, weil es gibt gewisse Vorbehalte, zumindest auch was die Finanzierung der Voraussetzungen angeht. So, wenn man mal schaut, wo wir jetzt stehen, da hat es hier eine aktuelle Studie von Helbig und anderen. Da geht es um die mangelhafte Umsetzung des Rechtes auf inklusive Bildung. Und viele Bundesländer wurden gegen Artikel 24 der UN-Konvention verstoßen, heißt es hier. Wenn Sie mal schauen, das ist ein bisschen untergliedert, nach Verfügbarkeit inklusiver Angebote, ob der Zugang diskriminierungsfrei ist, also ob zum Beispiel, wenn da zum Beispiel noch Treppenstufen wären und körperbehinderte Schüler müssten ja irgendwie von den Eltern hochgetragen werden oder anderweitig, wenn Barrieren da wären, das wäre natürlich eine Diskriminierung. Weiterhin geht es um eine strukturelle Umformung des gesamten Bildungssystems und es geht um die Exklusionsquote und deren Entwicklung, also ob die Zahlen der sonderbeschulten Schüler zurückgehen. Nach diesen Kriterien ist das ein bisschen aufgeteilt und Sie sehen hier, Bremen wäre Spitze, Hamburg und Schleswig-Holstein kämen dahinter und ganz, ganz unten wären wir Rheinland-Pfälzer und dann Baden-Württemberg würde auch ganz schlicht da stehen, die Bayern, ja, nicht viel besser. Darüber kann man sich streiten, denn man muss wissen, in Bremen, das ist eine Stadtstadt, da gibt es in der Tat keine Schulen mehr, keine besonderen Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, sondern es gibt Grundschulen, aber es ist nicht so, dass jetzt jeder Schüler mit geistiger Behinderung
an die nächstgelegene Schule kommen kann. Also die Eltern haben nicht die Wahl zu sagen, das Kind soll hier hingehen, sondern Bremen hat dann bestimmte Grundschulen ausgewählt und die sind zuständig für eine angemessene Beschulung von Schülern mit diesem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das ist gar nicht so problematisch, denn die Kinder sind in der Tat an einer Regelschule, sie sind auch Schüler der Regelschule und sie sind halt in einem Klassenverband ein wenig konzentriert, mit dem Vorteil, dass es dann mehr Lehrerstunden hat. Das ist die Situation in Bremen. Und die Situation in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg oder Bayern kann so schlecht eigentlich auch nicht sein, behaupte ich. Es gibt alleine in Bayern 400 Schulen mit dem Profil Inklusion. Ich sage nachher noch was dazu. In Rheinland-Pfalz gibt es 300 Schulen, die heißen Schwerpunktschule zur Inklusion. Das sind Schulen, die sind beauftragt, Schüler mit Förderbedarf halt zu beschulen und die kriegen auch eine besondere personelle Unterstützung. Also die Situation in Deutschland ist sehr unterschiedlich, ob man diese Beurteilung nach diesen Kriterien so nachvollziehen kann, ist eine andere Sache. International auch sehr schwierig, Grafik müssen Sie sich gar nicht anschauen. Deutschland gehört auf jeden Fall nicht zu den Spitzenreitern der Inklusion. Wir gehören eher zu den Spitzenreitern der Exklusion. Hier steht Germany neben Belgien und Tschechischer Republik haben wir also eine sehr hohe Exklusionsquote. Wer ist denn das ganz klein? Ich kann das von hier aus nicht lesen. Italien. Aber ich behaupte, auch das stimmt nicht. Man muss mal nach Italien gefahren sein. Süditalien ist was anderes wie Norditalien und Tirol ist wiederum was Besonderes, wo Beschäftigungsquote relativ wohlhabend, die haben in der Tat halt, da ist das relativ stimmig, muss ich sagen. Es gibt keine Sonderschulen mehr, das heißt zwangsläufig werden alle Schüler auch mit schweren mehrfachen Behinderungen in die wohnortnahe Schule halt, werden dort eingeschult. Man kann aber, ich war dort gewesen, habe noch nicht alles gesehen. Ich habe nur einige wenige Schulen und ein wenig Unterricht gesehen. Ich habe aber auch gesehen, dass auch nicht Schüler dann immer dabei sind. Die wurden auch rausgeholt und dann wurde halt, wenn die anderen in der vierten Klasse halt Mathematik im Zahlenraum, was weiß ich, was macht man da, bis 10.000 gemacht haben, dann haben die halt mit Kugelsteinen nach Farben sortiert oder haben halt im Zahlenraum bis 10 gerechnet. Ist auch in Ordnung, aber es ist nicht so, dass jetzt immer alles dann gemeinsam im Unterricht vonstatten geht. Die soziale Eingliederung an diesen Schulen war aber schon eine ganz andere als bei uns, muss ich sagen, weil die Kinder ja schon vom Kindergarten an erleben, wie man als Mensch mit und ohne Behinderung auch auskommen kann, miteinander umgehen kann und das setzt sich in der Schule fort. Danach in der Werkstatt ist es wieder anders. Es gibt auch Werkstätten dort und die meisten gehen dann später nach der gemeinsamen Beschulung in die Werkstätten. Und auch, ich war in Oslo und in Helsinki, in der Steiermark, auch sehr interessant. Es gibt schon, in Skandinavien sind die auch weiter, aber es ist auch nicht so, dass es da die totale Inklusion gibt. Wir haben in Oslo eine Schule sogar für Lernbehinderte entdeckt. Und mit der Frage, ja, warum gibt es die denn in Oslo, in der Hauptstadt von Norwegen, hieß es so, naja gut, bei uns war so eine Elterninitiative, die wollten das, die wollten einfach ganz spezifische Bedingungen für ihre Kinder. Und in Skandinavien scheint es so zu sein, die gehen nicht so nach ideologisch vor, sondern so nach der Frage, können wir das vielleicht mal probieren, ist es machbar? Und wenn das halt gewünscht ist, dann wird man es mal aus. Also am besten immer hinschauen, aber es ist schon so, in Italien und in den skandinavischen Ländern und auch in Kanada, da sind sie wesentlich weiter. Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Wo sind die Knackpunkte? Diagnostik. Selbst wenn hier in Hirschberg eine Grundschule ist, wo dann Schüler mit, sagen wir mal, Autist, Schüler mit einer starken Sehbehinderung und Schüler mit geistiger Behinderung wäre,
ist natürlich die Frage, die haben zwar dann eine sonderpädagogische Unterstützung, aber wahrscheinlich keine, die die ganze Zeit über, die ganze Woche über da ist. Also nicht mit 25 oder 27 Lehrerwochenstunden, sondern nur zeitweise. Und selbst wenn jemand den ganzen Tag da wäre, jemand mit der Qualifikation Lernbehindertenpädagogik oder jemand mit der Qualifikation Sprachbehindertenpädagogik, kann der dann auch ein Kind mit Autismus diagnostizieren und dessen Förderbedarf genau beschreiben? Kann eine mehrfache schwere Behinderung die körperlichen Voraussetzungen genauso diagnostizieren? Also hier in Würzburg, wenn man Klassik-Behindertenpädagogik studiert, hat man auch ganz spezifische Dinge dort erlernt. Und das hat nicht jeder Lehrer, auch da auch nicht jeder Sonderschullehrer drauf. Und von daher sehe ich gewisse Hindernisse noch im Hinblick auf die Qualität der individuellen Bildung und Erziehung. Wir dürfen, also in Baden-Württemberg ist es so, wir haben Diagnostik, das ist wahrscheinlich ähnlich wie in Bayern, Diagnostik im Studium gehabt. Wir haben 2, 3, 4 Tests kennengelernt, CFT, ja, also endlich schon uralte Testverfahren. Alles andere darf man sich dann selbst beibringen über Fortbildungen, die manchmal stattfinden, manchmal nicht. Wir dürfen aber bestimmte Dinge nicht testen. Also Autismus gehört zu den Sachen, die ich nicht diagnostizieren darf. Ich darf sagen, vielleicht wäre es gut, wenn eine Mediziner oder eine medizinisch-psychologische Diagnostik stattfindet. Das dürfen wir zum Beispiel nicht machen. Aber wir dürfen auch keine LRS testen. Wir können nur sagen, wir haben Hinweise darauf, dass es eine LRS ist. Auch dazu müssen wir wieder an Psychologen oder spezielle Teststellen verweisen. Witzigerweise ist es so, geistige Behinderung dürfen wir diagnostizieren. Tatsächlich aber, so wie ich das erlebt habe, wie es bei uns auch lief, läuft es wirklich meistens über die IQ-Testung. Also ganz wenige Kollegen machen irgendwie so ein Gesamtbild und einen Gesamtzusammenhang. So ein einmaliges Einschulungs- eine Einschulungsdiagnostik könnte ich mir noch vorstellen, aber Diagnostik heißt ja auch Förderdiagnostik, das ganze Jahr über immer wieder beobachten. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob man diese oder jene Fachrichtung studiert hat. Also zumindest muss man sehen, dass es Probleme geben könnten. Ähnlich bei den Zielen und Inhalten. In der ersten Klasse oder auch, sagen wir mal, im vierten Schule, dann, wenn es einen Schüler hat mit Down-Syndrom, dann kann der natürlich sehr viele Dinge gemeinsam machen. Aber er muss ja auch lernen, noch häufig halt in der lebenspraktischen Erziehung weiterzukommen. Zähne putzen, Po abwischen und vieles mehr. Und das muss dann auch geleistet werden. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob eine Grundschule, wenn zumindest keine zusätzliche sonderpädagogische Fachkraft dort mitarbeitet, das auch leisten kann. Und vor allem dem Förderbedarf von schwer- und mehrfachbehinderten Kindern gerecht zu werden. Das finde ich nicht so ganz einfach. Also zumindest, ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Es gibt ja auch Grundschullehrer, die sich sehr gut und schnell einarbeiten. Ich hatte eine Kollegin mal gehabt an einer Nachbarschule, die hatte selbst einen behinderten Bruder. Und die war natürlich fit, die hat das alles schon erfahren und die konnte sich da reindenken. Der konnte man auch etwas erklären. Aber das ist ja nicht bei allen Regelschullehrern so der Fall. Ähnlich ist es mit den methodischen Erfordernissen. Wir kennen in der Klassik-Behindertenpädagogik oder in der Ausbildung jetzt, ob das jetzt in der PH Heidelberg ist oder in Reutlingen oder hier bei uns in Würzburg halt, sind so viele spezielle therapeutische Verfahren und spezielle didaktische Kniffe, ja, zum Beispiel Teach für Autismus. Das kennt aber jetzt jemand, also die Grundschullehrer kennen es nicht und auch eine Sonderpädagogin, die jetzt nicht Geistig-Behindertenpädagogik oder Körperbehindertenpädagogik studiert hat, weiß und nicht unbedingt auch etwas darüber. Und von da ist das nicht so ganz einfach. Größtes Problem ist das Personal. Ich denke halt, wenn wenigstens in Klassen, wo mehrere Schüler mit Förderbedarf wären, wenn da immer eine Zweitkraft dabei wäre über die ganze Zeit, wäre es wesentlich einfacher.
Aber an vielen Schulen hat es dann so einen sogenannten MSD, mobiler sonderpädagogischer Dienst. Der ist aber nur 3, 4, 5, 6 Stunden da. Wenn mehrere Kinder vielleicht in der Klasse mit Förderbedarf angemeldet sind, dann können es mehr sein. Aber da hapert es noch. Und ich denke, da muss noch sehr viel getan werden. Es gibt eine Lösung, inhaltlich, und zwar inklusive Didaktik. Umfasst Prozesse der Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht in bewusst heterogen zusammengesetzten Lerngruppen. Sie ist somit eine gute allgemeine Didaktik, ergänzt durch spezifische Förderung bei besonderen Bedarfslagen. Und da gibt es unheimlich viel Literatur. Jetzt könnte man ja sagen, naja, die Grundschullehrer sollen sich nur halt entsprechende Bücher anschaffen und sich das mal aneignen, aber so einfach ist es ja auch nicht. Das kann man sich nicht alles anlesen, sondern da müsste sehr viel noch passieren und wir kommen dann auch noch irgendwann zur Lehrerbildung, die total verändert werden muss. Was wir auch machen müssen, halt hier ein Heft, das will ich auch nicht wieder mitnehmen, ich gebe mal 2 Hefte an den Front, wer es behalten will, darf es dann auch behalten. Eine Zeitschrift lernen konkret, gemeinsam arbeiten, individuell lernen, da geht es auch um die Frage der Differenzierung und Individualisierung. Und was noch mehr gemacht werden muss, Sie sehen hier die Zeitschrift Grundschule, das ist so das Standardwerk der Grundschullehrer. Und wir haben hier erstmals auch versucht, den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, hier sehen Sie es, mit einzubringen. Also wir durften 25 Seiten in dieser Zeitschrift besetzen und haben mal erzählt, was man alles beachten muss, wenn man einen Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in seiner Klasse hat. Und da muss noch mehr passieren. Also wir brauchen mehr Individualisierung und Differenzierung im Unterricht, offene Unterrichtsformen. Wir brauchen, es gibt so den Begriff einer subjektiven oder konstruktivistischen Didaktik, die den einzelnen Schüler sehr, sehr ernst nimmt. Und wir brauchen verschiedene Aneignungsmöglichkeiten oder Zugänge für die unterschiedlichen Schüler und deren Bedarfslage. Das klingt ein bisschen theoretisch, das will ich ein bisschen konkreter machen. Man könnte unterscheiden zwischen einer Wahrnehmungs-, also dass Menschen wahrnehmen, dass sie auch gegenständlich handeln, dass wir aber auch Dinge und Zusammenhänge veranschaulichen und symbolisieren können, bis hin zu weitergehenden Abstraktionen. Und diese Zugriffsebenen, die könnte man entsprechend nennen basal-perzeptiv, eher für schwerst mehrverbildete Kinder, konkret gegenständlich, für Schüler jetzt mit einer geistigen Behinderung, so etwa im Bereich von einer mild oder moderate Handicap, also IQ zwischen 70 bis 55 oder 40, anschaulich-symbolische Ebene und abstrakt-begriffliche Ebene. Wenn der Lehrer immer, wenn er was vermitteln will, überlegen würde, wie kann ein Schüler, der wirklich fit ist, wie kann er das auf einer abstrakt-begrifflichen Ebene sich aneignen und gleichzeitig, wie kann der Schüler aber, der das nicht kann, wie kann ich das auch über eine anscheinend symbolische Ebene oder konkret gegenständlich vermitteln. Und ein Beispiel dazu, das stammt nicht von mir, sondern von Frau Tierfluth, die an der PH Heidelberg arbeitet, das finde ich sehr interessant. Nehmen wir mal diese abstrakt-begriffliche Aneignung zum Thema Stromkreis. Die Abläufe in einem Stromkreis, die man nicht sehen kann, können abstrakt beschrieben und berechnet werden. Das wäre also sowas für gymnasial orientierte Schüler. Aber was macht der schwerst mehrverbindete Schüler? Kann der auch mit dem Stromkreis was anfangen? Vorschlag wäre hier auf einer basal-perzeptiven Ebene. Mit Hilfe von Handführung wird ein elektrisches Gerät über eine Taste an- und ausgeklickt. Die Effekte des Gerätes werden über verschiedene Sinneseindrücke erfahren. Für Schüler, die ein bisschen fitter sind, könnte ein einfacher Stromkreis wird mit Hilfe einer Blockbatterie, Leitern und einer Glühbirne nachgebaut.
Eigentlich sollten auch Gymnasiasten das konkret gegenständig erlernen können, aber gut, grundsätzlich wissen, was gemeint ist. Wenn die Lehrperson oder das Team das immer so macht wurde, ja, eine Vorbereitung immer auf verschiedenen Ebenen, wäre super, aber natürlich unheimlich aufwendig und schwierig. Ja. Ich finde es nicht schwierig. Also sag mal so, in 10 Jahren habe ich Ideen. Ich finde es auch gar nicht tragisch, meine Realschulkollegen, die am Anfang sehr skeptisch waren, mitzunehmen. Wo ich an meine Grenzen stoße, ist wirklich die Ökonomie des Realschulsystems. Wir haben einen 45-Minuten-Wechsel, wir haben 45 Minuten Biologie in der Woche. Das Konzept, also ich weiß, ich war ganz stolz, als ich in der 5. Klasse anfing. Und dann hieß es, wir machen die Steinsage. Und ich habe gedacht, oh super, ich habe das basal perzeptiv, ich habe das alles vorbereitet und habe das dann mitgebracht ins Team und habe unserem Geschichtslehrer gesagt, der jetzt Rektor ist, guck mal, das habe ich alles, lass uns doch zusammen was machen. Und dann guckte er mich an, grinste und sagte, du weißt aber schon, dass das nur 2 Stunden sind, danach kommen wir zum nächsten Thema. Das finde ich viel, viel schwieriger, in diesem wirklich auch rasenden Rhythmus zu gelangen, als mir jetzt zu überlegen, das haben wir tatsächlich bei Strom in Physik jetzt auch gemacht, bei Leitern und Halbleitern, das war tatsächlich auch so die Idee, das ging, weil das über einen gewissen Zeitrahmen ging. Aber vom SBBZ oder von der Sonderschule, von diesem Rhythmus wegzukommen in die Inklusion, weil der Standard ist die Realschule oder der Standard wird auch wahrscheinlich nächstes Jahr das Gymnasium sein in Mannheim irgendwann, das finde ich extrem schwierig. Das finde ich fast noch schwieriger, als vorher zu überlegen, wie bringe ich was an den Schüler. Also eine Veränderung des Schulsystems. Offene Schule, freie Schule, Privatschule. Wie viel Zeit habe ich? Maximal. Nein, nein, alles. Alles gut. Also mindestens noch eine halbe Stunde. Was? Achso. Viertel nach kann ich gar nicht mehr hinkriegen. Ja, nee, aber so eine halbe Stunde. Okay, halbe Stunde. Ja. Anderer Gedanke noch. Ist Inklusion nur, wenn ein Schüler mit Förderbedarf, also die Entwicklung oder Sehen oder Hören, die wohnortnahe Grundschule besucht? Oder kann man es auch anders organisieren, dass man vielleicht mehr Sonderschullehrer-Wochenstunden in so eine Klassengemeinschaft oder an eine Schule bringt? In Bayern sind sehr erfinderisch, gibt es verschiedene Modelle, die nennen das Vielfalt an Inklusion. Andere sagen, das ist Etikettenschwindel, totaler Blödsinn, aber nur mal als Idee, Kooperationsklassen, das sind so Klassen an Regelschulen, wo dann Schüler mit Förderbedarf sind und diese Förderbedarfsschüler sind auch Regelschüler. Es kommt als Unterstützung jemand vom MSD mit ein paar Stunden dazu. Eine Partnerklasse ist eine ganz andere Idee, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Aus einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung geht eine ganze Klasse mit den 7, 8, 9, 10 Schülern rüber in das Gebäude einer Regelschule. Auch das gesamte Personal kommt mit. Die kriegen dort eine eigene Klasse oder einen Klassenraum, aber in enger Verbindung mit einer Grundschulklasse. Und die sollen möglichst viel miteinander kooperieren, immer wenn es geht, Sport, Musik und vieles mehr. Und wenn es mal nicht geht, dann kann auch jeder seinen eigenen Unterricht machen. Die Schüler sind weiterhin Schüler der Sonderschule. Das ist so ein bisschen der Etikettenschwindel, aber es ist schon so etwas wie ein Miteinander, zeitlich befristet. Und es gibt einige hundert Partnerklassen inzwischen in Bayern. Offene Klassen ist was ganz Verrücktes, gibt es auch kaum. Inklusion einzelner Schülerinnen ist immer möglich, wenn Eltern unbedingt wollen, dass ihr Kind irgendwo unterrichtet wird. Können Sie es unter Umständen durchsetzen, dann hat es eben nur 1 oder 2 Schüler an irgendeiner Schule und wird auch mit einigen wenigen Stunden unterstützt. Das Neue ist, dass
Modell Schule mit dem Schulprofil Inklusion. Der Kultusminister, die letzten Kultusminister haben alle gesagt, wir wollen nicht alle Schulen öffnen, sondern bestimmte Schulen, die engagiert sind, die besonders tolles Personal haben, die können sich bewerben und die haben dann ein Konzept eingereicht und haben sie einen Stempel bekommen, Schule mit dem Profil Inklusion. Und an dieser Schule sind inzwischen einige hundert, da werden auch Schüler mit Förderbedarf unterrichtet. Und dort gibt es eine feste Zuweisung auch an Sonderschullehrerstunden, aber auch nicht sehr viel, viel zu wenig. Aber die Schüler mit Förderbedarf sind Schüler der Regelschule. Und innerhalb, jetzt kommt das nochmal was Neues, innerhalb dieser Schule mit dem Schulprofil Inklusion gibt es wiederum sogenannte Tandemklassen. Da kann eine Klasse mehrere Schüler zusammen mit Förderbedarf zusammenkommen lassen, und wenn es dann 7, 8, 9 Schüler hat mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, dann gibt es einen ganzen Sonderschullehrer nur für diese eine Klasse. Das ist ganz neu, das nennt sich Tandemklasse. Eigentlich so eine Partnerklasse, aber eben dann was an der Schule. Und es sind auch Schüler der Regelschule dann. Ein bisschen durcheinander, aber die Überlegung ist halt immer, muss man ausschließen, dass es so Zwischenmodelle gibt. Bayern hat so viele solcher Zwischenmodelle, aber zumindest Partnerklasse. Früher gab es schon mal sowas, eine Kooperationsklasse in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz auch. Das ist das, was in Bayern die Partnerklasse ist. Also das ist zumindest für mich nicht ausgeschlossen. Gerade die Zusammenfassung, Sie wollten noch? Die gibt es immer noch. Die Kooperationsklassen, ja. Also die kommen jetzt tatsächlich wieder. Wissen Sie, wie viele das sind? Die Zahlen weiß ich nicht. Es sind vor allem im Bereich geistige Entwicklung in Mannheim, sind es glaube ich 4. Es kommt nächstes Jahr eine am Moll-Gymnasium in Mannheim dazu, aber das sind tatsächlich die Kooperationsklassen. Dann gibt es aber auch Inklusionsklassen. Also bei uns sind Inklusionen nur Gruppenlösungen. Also das Schulamt schaut, dass wir Gruppenlösungen machen. Das sind aber tatsächlich dann Schüler der Regelschule. Und die werden dann von den SBWZ oder zum Teil verorteten Sonderpädagogen primär lassen. Aber auch mit ganz wenig Schulen. Ja, die südlichen Länder, Bayern, Baden-Württemberg, wir haben es ja eben gesehen auf der einen Skala, die scheinen wohl, und was mich gewundert hatte, dass in diesem grün regierten Baden-Württemberg, das, also ich dachte immer, die Grünen würden hier alles umschmeißen, aber so nicht so passiert. Gut. Ich versuche mal. Wenn Baden-Württemberg doch die besten Noten in den Abschlüssen hat, sind sie am schlechtesten, was die Inklusion betrifft. Ich versuche mal die erste Frage zu beantworten. Also Inklusion, im Prinzip geht es ja. Aber nicht einfach so, indem man sagt, naja, sollen die Schüler mal in die Regelschule gehen und werden dort schon irgendwie, wird es schon funktionieren, sondern nur unter Voraussetzungen, braucht räumliche Voraussetzungen, ist klar, was gemeint ist. Barrieren müssen abgebaut werden, sächliche Voraussetzungen, das sind Materialien, personell braucht es gut ausgebildete sonderpädagogische Fachkräfte, auch mit unterschiedlichen Fachrichtungen, denke ich, die mitarbeiten müssen. Die Lehrer müssen sonderpädagogische, also die Regelschullehrer oder Grundschullehrer müssen sonderpädagogische Kompetenzen haben. Das bedeutet, dass die Lehrerausbildung an den Universitäten verändert werden muss. Es gibt leichte Veränderungen, ja. Aber oft nur so, dass jetzt mal jeder Grundschullehrer oder jeder Hauptschullehrer oder Gymnasiallehrer, der muss 1, 2 Seminare mehr in Würzburg besuchen, ja, und kriegt das nachher dann bescheinigt. Aber das qualifiziert ihn nicht dazu, nachher auch selbst halt Schüler mit Förderbedarf angemessen halt und längerfristig zu unterrichten. Multiprofessionalität und Kooperation ist ein ganz wichtiges Thema. Da haben wir dazu doch eine Studie gemacht und die müssen nicht nur zusammenkommen, die müssen auch miteinander können. Das
oft gar nicht so einfach. Lehrerausbildung habe ich angesprochen. Soweit zum Thema Schule. Ich hätte jetzt noch was, also zum Thema geht es auch dann nachher weiter mit dem Bereich Arbeit. Ups. Also ich habe mal, vor 20 Jahren war ich mal ganz schockiert, dass viele Lehrer in ihrer Ausbildung auch über so ganz basale Dinge wie über Teilleistungsstörungen, Lese-Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie, ADHS behaupten, niemals was gehört zu haben. Ist das immer noch so? Ja. Lass mal. Also, weil, also, das berichten dann die Eltern, wenn sie mit den Attesten zu den Lehrern gehen, dass die Lehrer sagen, glaube ich nicht, gibt's nicht, weiß ich nicht. Also, müsste man jetzt von Hochschule zu Uni genau hinschauen. Ich denke, was Würzburg angeht, ich glaube, an der PH, also Autismus ist auf jeden Fall, es kommt nicht nur in der Vorlesung mal kurz vor, sondern es gibt in der Regel ein Seminar. Das wären also, sagen wir mal, 14 mal 90 Minuten, wo das Thema Autismus zumindest aufgegriffen wird. Und ich glaube, in der Lernbehindertenpädagogik ADHS ist auch ein Thema. Also es würde mich sehr wundern. Ich weiß nicht, wie das in Heidelberg zur Zeit ist. Also bei den Sonderpädagogen, die haben tatsächlich alles drin. Das ist ja quasi unser tägliches Achso, die haben die Regelschullehrer, das wie du meinst. Ja. Bei den Regelschullehrern. Nee, nee. Also ich weiß, wir haben jetzt wieder nicht Praktikanten, wir haben Referendare da und ich frage dann immer regelmäßig. Wir haben auch viele, die im Seminar, im Realschulseminar sind. Sag mal, macht ihr eigentlich irgendwie was zur Inklusion? Und dann kriege ich vier Blätter vorgelegt, wo dann so ein Ding ist. Ja, das machen wir zur Inklusion. Und dann frage ich ja, und was sagt ihr denn dann da? Ja, also die machen das quasi als differenziertes Arbeiten, als Erweiterung. Es ist nach wie vor so, dass unsere Referendare in der zweiten Fachrichtung, wenn dann auch die Unterrichtsbesuche bzw. Die Prüfungen anstehen, nicht in Inklusionsklassen geschickt werden, weil selbst die Seminare sich überhaupt nicht einig sind, was prüft man denn in einer Inklusionsklasse. Ja? Also ich habe es mitgekriegt von Kollegen, die Sonderpädagogik studiert haben, von denen hat man dann irgendwie im ersten Jahrgang erwartet, die sollen die komplette Grundschulklasse unterrichten, aber bitte mit sonderpädagogischem Anteil. Ich hatte Menschen vom Seminar Sekundarstufe dastehen, die dann völlig entgeistert waren, dass ein Kind mit Down-Syndrom in der Klasse sitzt und dann, ja, aber der ist doch immer draußen. Und ich dann gesagt habe, nein, wir gucken eigentlich, dass wir ganz viel am gemeinsamen Unterrichtsgegenstand machen und wir sind wirklich nach wie vor auch noch in 80-85% der Fälle zusammen im Klassenzimmer. Also da ist der Weg noch. Also Regelschullehrer viel zu wenig damit. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele, gerade Grundschullehrer, für die ist es, jo, in zwei Jahren bin ich das Kind los, interessiert mich nicht mehr, auch keinen Bock haben, sowas zu verändern. Also ich habe wirklich einige wirklich erlebt, wo es wirklich einfach nur an Lust hängt. Ich kenne von einem Kind, der hat Hörgerät auf und die Lehrerin soll sich eigentlich nur das Mikro umhängen, während sie unterrichtet. Den hat sie jetzt im Endeffekt, hat der jetzt die Klasse wiederholen müssen, weil sie sich das Mikro nicht umgehängt hat, weil er nie was gehört hat, was sie erklärt. Also da ging es wirklich nur um dieses eine Mikrofon einfach mal umhängen und das war der Lehrerin schon zu viel, weil sie sagt, der gehört in eine Hörbehindertenschule und nicht in meine Grundschulklasse. Gut, und da ist die Hoffnung, wenn jetzt die Lehrerausbildung verändert wird, dass in 15 Jahren sowas dann nicht mehr passiert. Man könnte die Leute jetzt auch entschuldigen und sagen, naja, also ich kenne jetzt mir nahestehende Grundschullehrerinnen, die sagen, naja, ist gut und schön, aber ich habe dann noch die verhaltensgestörten Schüler, also die zwar hören, aber doch nicht hören und folgen, ja, ich habe einen Schüler mit ADHS, ich habe einen Schüler, der sieht nicht gut und ich habe sehr viele Schüler und Migrationsschüler, den muss ich allen gerecht werden. Wie soll ich denn das jetzt nur schuldern? Also, schwieriges, ja, Sie haben ja recht. Zum Thema Arbeit. Da habe ich nicht so viele Folien. Sie wissen, dass es die Werkstatt für behinderte Menschen gibt und da hat sich nicht so vieles verändert. Es sind immer noch etwa dort 300.000 Menschen, die dort arbeiten. Das schon seit 10, 15 Jahren.
Jahren. Aber ein bisschen verändert hat es sich schon. Es gibt nämlich neben der Arbeit innerhalb der WFBM sogenannte ausgelagerte Berufsbildungsgruppen oder Arbeitsgruppen. Das heißt zum Beispiel, der Herr König hat mir auch noch erzählt, ich kenne Koblenz, IKEA, da ist eine Gruppe von Werkstattbeschäftigten der WFBM, arbeitet dort, ist ausgelagert, sind weiterhin beschäftigt bei der Werkstatt, aber sie haben auch so ein entsprechendes so ein Kittel an von IKEA und sie fühlen sich als IKEA-Mitarbeiter und sagen, ja, ich schlafe bei IKEA. Ein bisschen was hat sich getan und auch die WFBM hat heute den Auftrag, möglichst viele ihrer Beschäftigten den Übertritt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Früher hat man mal behauptet, naja, das machen sie eh nicht oder nicht so gerne, weil dann würden sie ja ihre tüchtigsten und leistungsstärksten Mitarbeiter ja verlieren. Aber das kann man jetzt bei vielen WFMs nicht mehr sagen. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass das nicht der UN-Konvention entspricht, denn hier heißt es in Artikel 27, die Vertragsstaaten erkennen das gleichberechtigte Recht behinderter Menschen auf Arbeit an. Dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen und jetzt kommt es in einem offenen, integrativen und für behinderte Menschen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen. Ich habe es falsch vorgelesen, aber Sie wissen, was gemeint ist. In der Schule kann man noch fordern, die Umsetzung. Ich denke, dass hier, es ist ein Aufruf, aber klar ist, dass ich nicht den Bäcker in der Nachbarschaft oder jedem IKEA-Betrieb oder jedem industriellen Betrieb jetzt vorschreiben kann, halt auch Menschen mit geistiger Behinderung aufzunehmen, denn das ist ja auch mit sehr vielen Erschwernissen verbunden. Also selbst bei uns in der Universität hatte ich mal nachgefragt vor Jahren, ob denn auch behinderte, geistig behinderte Menschen beschäftigt werden. Ja, selbstverständlich und so weiter. Sie kennen ja diese gesetzlichen Vorgaben, aber die wussten nicht, was ich unter geistig behindert verstehe. Das waren natürlich andere Personen, die dann dort tätig waren. Also auf jeden Fall hat die Konvention auch hier in Artikel 27 nochmal einen Schub gegeben, dass mehr passiert, auch im Hinblick auf ein Arbeiten außerhalb der WFBM. Hier nochmal, Übergangsquote von den Schulen lag lange Zeit bei nur 1-2%, ist aber anders oder kann anders sein, weil wir ja hier in der Nähe von Heidelberg sind, da gab es eine Schule, oder die gibt es auch heute noch, Schule für geistig Behinderte. Der Schulleiter, der Herr Mons, war mal auf einer Tagung bei mir und der hat behauptet, er würde ein Drittel aller Schulabgänger nicht in der WFBM unterbringen, sondern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Da habe ich gesagt, das glaube ich ihm nicht, Herr Mons. Und er hat es mir doch nachgewiesen, es ist in der Tat so. Das heißt, wenn ein Schulleiter sehr engagiert ist, wenn die Ausgangsbedingungen in Heidelberg besondere zu sein scheinen und viele Betriebe einfach vielleicht bereit sind, auch Menschen mit geistiger Behinderung aufzunehmen, dann mag das stimmen und auch funktionieren. Aber es ist diese Quote 1-2%, das war in Bayern lange Zeit gang und gäbe. Und hier ein Statement aus österreichischen Werkstätten als einzige reale Unterstützungsmöglichkeit der Arbeit für Menschen mit schwerer Behinderung unter Substandardbedingungen sind eine Verletzung der Konvention, so heißt es hier im Monitoring-Ausschuss. Wir haben untersucht, ein Projekt in Bayern begleitend, wo es darum ging, halt die Quote halt zu stärken, also mehr Schüler von der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung direkt in Umgebung der WFBM auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterzubringen. Und das lief etwas so, dass die Schulverwaltung zusammengearbeitet hat mit der Agentur für Arbeit und dass der IFD einbezogen wurde. Und der IFD kam auch an die Schulen in den letzten Jahren und die haben zusammengearbeitet.
ausgesucht und haben die versucht zu qualifizieren und dann über bestimmte Betriebe, die der EFD, Integrationsfachdienst, kannte, dort unterzubringen. Und wir haben das halt untersucht, inwieweit eine Vernetzung wichtig ist zwischen EFD und Schule, zur Arbeitsagentur, wie wichtig das Elternhaus ist und die Unterstützung hier ganz wichtig. Ohne Eltern, wenn die ihre Schüler morgens nicht und ihre Kinder morgens nicht wecken würden, nicht wenn sie zur Arbeit müssen, da läuft gar nichts, noch weniger als in der Schule. Gut, wir haben das untersucht. In einer Studie wurde auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Und wir haben noch eine zweite Studie gemacht danach. Und da haben wir eher untersucht, diejenigen, die auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt, wie heißt es, in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, die dort untergekommen sind, wie geht es denen denn? Denn wenn es denen dort nicht gut ginge, wenn sie sozial isoliert wären, dann ist doch die Frage, bringt das dann was? Deswegen haben wir geschaut, wie ist das physische Wohlbefinden, soziale Wohlbefinden, materielles Wohlbefinden, also verdienen die was, können die davon leben, wie ist das mit den Aktivitäten und der Emotionalität und das unter dem Stichwort Lebensqualität. Wir haben Datenbankanalysen der Agentur für Arbeit durchforstet, Fragebögen, Erhebungen gemacht und auch viele Interviews mit den Arbeitnehmern geführt, aber auch mit Experten vom IFD und mit den Arbeitgebern. Ganz wichtig wäre, und nur mal so einige Aussagen hier, die doch zu verallgemeinern sind. Viele haben gesagt, es ist ja mal ganz toll, überhaupt mal Erfahrung zusammen, weil ich jetzt erst mal sehen kann, wie das da draußen ist und dann vergleichen, wie ist es in der Werkstatt. Also überhaupt mal jemandem die Chance zu geben, ja, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Einblick zu erhalten. Ein EFD-Mitarbeiter meint, also die zeigen für sich einfach über das Praktikum manchmal noch Fähigkeiten, wo selbst die Lehrer mit den Augen und Ohren schlackern. Das heißt, Schüler, da hätte man gedacht, nee, der schafft das nicht, der ist doch ein bisschen zu schwach oder hat noch nicht die Kompetenzen. Die haben es dann doch geschafft und haben ganz erstaunliche Entwicklungen durchgemacht. Oder einer sagt, ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich auch eine normale Arbeit. Ich wollte nicht unbedingt in die Werkstatt gehen müssen. Und es gibt eine Reihe von Beschäftigten in der BFM, die fühlen sich dort nicht wohl, weil sie merken, sie sind dort unterfordert und sie leiden unter dieser Situation. Das sind keineswegs alle, aber es sind doch einige. Und das muss man ernst nehmen. Inzwischen gibt es und gab es in allen Bundesländern Projekte, über die man versucht hat, die Quote halt zu steigern, also um mehr Menschen mit geistiger Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unterzubringen. Hier in Baden-Württemberg bekannt, Modellprojekt kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist jetzt nicht vollständig, ich weiß auch nicht, ob es die noch alle gibt, aber zumindest weiß man in den Bundesländern, in fast allen Bundesländern, gab es eine Reihe von Initiativen. Und das immer, ich mache das mal ganz kurz hier. Über UB läuft das, also man hat. Die Frage war, wenn jemand in der 11. und 12. Klasse ist, in einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, soll ich da jetzt sagen, naja, der könnte ja vielleicht in der Gastronomie arbeiten und schule ihn dann schon in der 11. und 12. Klasse als späteren Jahr Gastronomiefacharbeiter oder weiß ich gar nicht, ob er da eine Chance hat, ob es dann nachher auch Arbeitsplätze dort gibt. Deswegen gibt es ein anderes Modell, man nennt das UB, unterstützte Beschäftigung, und der IFD als Integrationsfachdienst, der sollte über diese unterstützte Beschäftigung dann direkt mit diesen Schülern mal schauen, ob welche Erfahrungen die in diesen Praktika machen, bei IKEA oder bei einem Getränkefachmarkt oder sonst wo. Und wenn sie merken, das würde vielleicht was werden, dann werden sie dort quasi
geschult. Das nennt man Supported Employment oder unterstützte Beschäftigung. Das war also der Weg. Und interessant, in welchen Bereichen Menschen hier Chancen haben, unterzukommen. Bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, im textilen Bereich, Produktion und Reparatur, Bereich Handwerk, Lageristentätigkeiten, Getränkehandel und Sie sehen noch einige mehr. Interessant war auch, welche Voraussetzungen braucht es? Ich hätte ja damals gedacht, naja, was denken Sie, was das Wichtigste ist? Ich habe hier 9 Punkte. Wann haben Schüler besondere Chancen, auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterzukommen und zu bestehen? Was müssen Sie drauf haben? Rechnen bis 1000. Müssen Sie lesen und schreiben können? Rechnen. Sondern? Motivation. Kommunizieren müssen Sie können. Ja, doch. Gut, wenn einer schon einen Film gesehen hat, ein junger Mann mit autistischem Verhalten oder in diesem Autismus-Spektrum-Störungsbereich, der hat Sachen eingeordnet ins Regal, 100%ig. Der wusste nicht unbedingt, aber natürlich nicht unwichtig. Mobilität ist natürlich auch nicht unwichtig. Elternhaus ist wichtig. Intelligenz, also man konnte nicht sagen, diejenigen mit IQ über 70 oder 69 oder 68 hatten bessere Chancen als diejenigen mit 60 oder selbst mit 55. Nein, wer diese Kompetenzen hat, der hatte dann eher Chancen. Kulturtechnik gar nicht wichtig. Klar, jemand, der dort Fuß fasst, wird nicht irgendwo in der Finanzbuchhaltung tätig sein. Und noch 2 Folien. Oh, Nachhaltigkeit. Von denen, die in die Maßnahme reinkommen, kamen, also die wenigen, die ausgesucht wurden und mit denen man das erprobt hat, da ist die Hälfte dann auch untergekommen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und noch eine ganz interessante Quote, die hätte ich nicht gedacht, die Nachhaltigkeit. Wenn jemand es geschafft hat, ist er dann nur für ein paar Monate und ein halbes Jahr vielleicht dort, weil der Chef dann sagt, naja, schön und gut, aber ich brauche ihn doch nicht mehr. Wir nehmen wieder einen nicht behinderten Mitarbeiter an seiner Stelle. Nein, 82% waren nach 2, 3, 5 Jahren immer noch beschäftigt. Das war nicht nur bei uns, wir hatten diese 82,5% Quote erhoben, sondern auch bei Dose war die ähnlich hoch und hier in Baden-Württemberg bei diesem bei Deutsch Gerster, die hatten auch so über 80%, eine über 80% Quote errechnet. Das heißt, wenn man es versagt, dann und bringt jemand um, hat diese Person auch Chancen, über längere Zeit dann auch dort beschäftigt zu sein. Man muss aber jetzt natürlich wissen, es war nur ein kleiner Teil der Abgänger von Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Nur einige wenige kamen in die Maßnahme, aber die dann reinkamen, da wurden viele vermittelt und viele sind dann noch dort geblieben, sowohl bei uns in der Projektgruppe wie auch hier in Baden-Württemberg. Beantwortung der Frage nach der Schule, im Prinzip ja, aber was braucht es? Gute Vorbereitung natürlich in der Schule. Lehrer schaffen das in der Regel nicht allein. Diese eine Schule, wo Herr Mons tätig war für mit seinem Team, das war eine Ausnahme. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Es braucht qualifizierte Leute von außen durch den Integrationsfachdienst. Die Angebote und Unterstützung darf nicht sporadisch sein und nicht zu kurzfristig angelegt sein. Eltern sind ganz wichtig, wenn die ihre Kinder nicht unterstützen. Und wichtig, es geht nicht nur um den Beruf, auch die Mobilität ist wichtig. Die Leute müssen auch irgendwo wohnen können, die müssen auch ein zufriedenes Leben führen, denn wenn ich nicht in meinem
psychisch ausgeglichen bin, werde ich auch Probleme in meinem Beruf haben. Also Freizeit und Mobilität und viele andere Dinge sind auch wichtig. Und es braucht wie immer Vernetzung, eine gemeinwesenorientierte, gute Aufstellung. Und viele unterschiedliche Beschäftigungsformen und Arbeitsplätze. Und ganz wichtig, viel mehr können und sollten und müssen immer auch die betroffenen Menschen selbst entscheiden können und dürfen, wo und wie sie beruflich tätig sein können und in welchen Organisationseinheiten sie das ihnen möglich erscheint. Weil jetzt wir einiges gehört haben über Epilepsie. Eine junge Frau berichtete, die war ziemlich fit, die hat einen Job gehabt außerhalb der WFWM, hatte aber immer wohl häufig am Tag Anfälle. Und sie hat dann gesagt, das ist mir so peinlich oder ich schaffe das irgendwie nicht, das in die Reihe zu kriegen, wenn die Mitarbeiter das dann mitkriegen. Und ich will ja auch dem Chef nicht zur Last fallen. Und sie ist zurück in die WFWM und sie, das war nicht nur eine Notlösung, sie war dann einfach zufrieden. Ja? Und das muss man dann einfach auch akzeptieren. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke, lieber Professor Fischer. Teilweise desillusionierend, aber auch motivierend. Und wir sehen es, wir haben noch viel, viel, viel Arbeit in Deutschland vor uns. Fragen aus Plenum, sonst würden wir... Eine Frage hätte ich noch. Es gibt ja auch so Betrachtungen, dass die Betriebe auch profitieren, wenn sie inklusiv arbeiten, dass das Klima sich verbessert, unter den Mitarbeitern, auch unter den Gesunden, dass manchmal sogar auch die Firma reibungsloser abläuft. Kennen Sie da auch Studien, Untersuchungen, Gedanken zu diesem Aspekt? Ja, wir haben ja Interviews auch geführt mit Beschäftigten, also mit so Betreuern von diesen Personen mit Behinderungen. Und da waren einige auch Chefs dabei, die gesagt haben, ja, also das gefällt mir ganz gut, es hat sich ein bisschen was doch in einigen Einheiten dann, wo jemand mit Handicap arbeitete, verändert, weil die Mitarbeiter doch so ein bisschen sensibel geworden sind zum einen und wohl auch eine andere, ja, nicht nur eine Willkommenskultur geschaffen wurde, sondern wo es dann vielleicht auch ein bisschen friedlicher zuging. Also es gab einige Interviews, wo man gemerkt hat, ja, das tut manchen Betrieben gut. Hm. Wenn Sie sich für etwas interessieren, eine spezielle Frage, wir haben viele Dinge auch digitalisiert. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, kann ich Ihnen was zukommen lassen. Das Angebot. Kurze Zwischenfrage, wer bleibt nicht zum Essen? Bitte Hände hoch. Okay, dann hat sich einer nicht eingetragen fürs Essen. Ich habe 18 Einträge. Tja, gute Frage. Haben Sie vielleicht das SK doppelt gezählt? Weil ich habe bei dir auch nur SK und JL hingeschrieben. Okay, das kann sein. Aber ich habe ja zwei Essen extra bestellt. Was haben Sie angefangen? Das, ja, okay, das passt. Dann, das stimmt. Okay, gut. Dann passt das. Ich denke, dass jetzt demnächst dann auch der Salat schon mal serviert wird und gegen 20 Uhr kommt das Hauptessen. Herr Melig würde jetzt dann noch schnell sein Vortrag präsentieren. Ich hätte mal eine Frage an die Fenster von. Vielleicht mal möglich, dass wir mal die Fenster ganz aufmachen. Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen durchlüften und die Tür aufmachen. So, das war hier. Ja. Das andere. Ja. Diesen Vortrag dürfen wir leider nicht aufzeichnen, deswegen wäre das vielleicht eine Gelegenheit, irgendwie Interviews zu führen. Soll man das vielleicht noch zwischen einschieben draußen? Okay. Gerade in hast du.
Ich nicht mit was. Das war jetzt. So. Willst du noch? Sie dürfen. Ja, also ich freue mich, Ihnen heute Abend einen kurzen Überblick über aktuelle Optionen in der Epilepsietherapie bieten zu können. Einsteigen möchte ich mit hier dieser Abbildung, wo Sie die vielen, vielen Antiepileptika abgebildet sehen, die zur Verfügung stehen und standen, die in Rot dargestellten Präparate, das sind diejenigen, die zur Monotherapie zugelassen sind. Die in Schwarz dargestellten, die sind entweder zu einer Kombinationstherapie zugelassen oder dann teilweise auch als Orphan Drug, also für sehr seltene Krankheiten zugelassen, wie die zuletzt hier aktuell zugelassenen Präparate Fenfluramin, Cannabidiol. Das Zenobamat, das ist das letzte zugelassene Medikament, das hat die Indikation fokale Epilepsie, aber eben als Add-on. Man unterteilt diese ganzen Präparate im Prinzip zwischen die alten Antiepileptika. Die Grenze liegt dann eigentlich hier so beim Levetiracetam. Das zählt zu den neuen Antiepileptika und alles, was danach gekommen ist. Man kann es auch bis Valproat sind es die alten, ab hier werden es dann die neuen. Man unterteilt inzwischen auch in erste, zweite und dritte Generation. Dann wäre bis Valproat wäre es die erste Generation, bis Oxcarbazepin die zweite, ab Levetiracetam dann die modernsten, die dritte Generation. Angefangen hat das Ganze schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Brom. Das steht auch weiterhin zur Verfügung und das wird eigentlich eingesetzt bei sehr schweren Epilepsien, wo gar nichts anderes geholfen hat und teilweise sprechen Patienten auch darauf sehr gut an. Ja, dann habe ich hier eine Abbildung, wenn es schon so viele Medikamente gibt und man die kombinieren kann, dann können ja durchaus auch Interaktionen auftreten. Und diese Tabelle sieht erstmal so ein bisschen schockierend unübersichtlich aus, aber man kann eigentlich relativ einfach durchfinden. Die ist veröffentlicht von der Gesellschaft für Epilepsieforschung mit Sitz in Bethel. Die ist also über diese Homepage abrufbar. Die wird hin und wieder aktualisiert, wobei die letzte Aktualisierung eben auch schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber letztlich ist sie sehr nützlich, denn man sieht hier, wo es bunt ist, auf einen Blick, dass es da, wo man vielleicht ein Auge drauf haben sollte. Und das betrifft in erster Linie die sogenannten alten Antiepileptika, weil die eben Interaktionen verursachen in Kombination auch mit neuen Präparaten. Und da, wo es hier blau dargestellt ist, da wird der Plasmaspiegel des Kombinationspartners entsprechend sinken. Und da, wo es hier in diesem roten Ton dargestellt ist, orange, da würde die Plasmakonzentration von den Wirkstoffen Kombinationen steigen. Die meisten neuen Antiepileptika, die haben hier, ich sag mal, eine weiße Weste und da gibt es dann entsprechend wenig zu beachten. Aber bei den alten, bei so Klassikern wie Carbamazepin oder auch Phenytoin, Valproat, da muss man halt schon immer die Begleitmedikation im Auge behalten, was sich da verändert, wenn ich so ein Medikament einführe oder auch wenn ich es rausnehme. Dann ist das eine weitere Abbildung, die ich sehr gut finde, denn hier in der Publikation von Löcher et al., die ist auch frei zugänglich, sieht man, wo diese ganzen Wirkstoffe ihren Wirkmechanismus sitzen haben. Und es ist eigentlich auf einen Blick zu sehen, die meisten sind schon Natriumkanalblocker. Gibt es auch ein paar andere Wirkmechanismen, wie der von Levetiracetam, Brivaracetam, die wirken über ein Vesikelprotein, das nennt sich SV2A. Es gab eine Substanz, Retigabin, die hat auf den Kaliumkanal gewirkt. Das ist die einzige Substanz, die im Kaliumkanal Öffner war. Allerdings hat sich nach der Markteinführung vom Retigabin dann herausgestellt, dass über die Jahre eine Nebenwirkung aufgetaucht ist, die dann einen sogenannten roten Handbrief nach sich gezogen hat. Es hat sich dabei um eine Blauverfärbung der Schleimhäute und auch der Retina gehandelt. Es war unklar, ob das reversibel ist und da ja auch gerade in Deutschland die Problematik
des AMNOG, also des Arzneimittelneuordnungsgesetzes, präsent war und neue Präparate eigentlich nur noch zu Generikapreisen im Markt gehalten werden konnten, hat die Firma beschlossen, das Medikament dann vom Markt zu nehmen. Die Produktion ist eingestellt worden, also das ist gar nicht mehr da, obwohl es ein wirklich einmaliger Wirkmechanismus ist, der für den einen oder anderen Patienten natürlich auch genau das Richtige gewesen ist, aber gibt es nicht mehr. Ja, dann gibt es hier noch am AMPA-Rezeptor, so nennt sich dieser Kanal mit dem Perampanel, eine Substanz, die da selektiv wirkt. Hier diese Wirkstoffe sind präsynaptisch und dieser Wirkstoff wäre postsynaptisch, also an einer ganz anderen Stelle bei den Nervenzellen setzt er an. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Arbeit, die hat Professor König schon bei seinem Vortrag zitiert. Das ist diese Quandt und Brody-Arbeit aus dem Jahr 2000, aus der hervorgeht, dass zwei Drittel der Patienten mit einer medikamentösen Therapie anfallsfrei werden können, aber ein Drittel eben nicht. Die Beobachtungsgruppe war ein Kollektiv, was in Glasgow in dieser Klinik war, also die Glasgow Cohort, so nennt sich das, und der Beobachtungszeitraum lag zwischen den Jahren 82 bis 97. Diese Arbeit ist sehr bekannt und im Prinzip auch heute noch so gültig. Es gibt allerdings auch eine Folgearbeit aus dem Jahr 2009 von Brody, die diese Gruppe weiter beobachtet hat. Und da gab es durchaus eine kleinere Änderung. Gerade in den Jahren 2003 bis 2008 sind signifikant, diese zwei Sternchen heißen, dass es ein signifikantes Ergebnis ist, wo signifikant mehr Patienten anfallsfrei werden konnten. Und die Autoren führen das darauf zurück, dass hier Medikamente eingeführt worden sind, die einen anderen Wirkmechanismus hatten als das, was bislang da war. Und damit ist dezidiert Levetiracetam gemeint. Also die Einführung vom Levetiracetam hat, sofern man es denn auch einsetzt, ja, es ist ja immer so, wenn ein Medikament neu eingeführt wird, gibt es viele, die da sehr vorsichtig sind. Aber wenn das einen ganz neuen Wirkmechanismus hat und wenn es dann auch eingesetzt wird, kann es für Patienten, die vorher nicht anfallsfrei waren, dann durchaus was bringen und zur Anfallsfreiheit führen. Jetzt habe ich hier nochmal so ein Schaubild, um zu zeigen, warum jetzt gerade ein Unterschied gemacht werden kann zwischen der Prä- und der Postsynapsis. Sie sehen so ein Aktionspotenzial, was hier an präsynaptischen Neuronen entlangläuft. Das führt dann dazu, dass hier Kanäle sich öffnen, es kommt zum Ioneneinstrom und das bewirkt, dass diese glutamathaltigen Vesikel mit der Membran verschmelzen. Das Glutamat kann als Botenstoff in den synaptischen Spalt abgegeben werden und so ist aus dem elektrischen Signal ein chemisches geworden und bei der Reizweiterleitung muss es ja wieder rückübersetzt werden in ein elektrisches Signal. Und das vollzieht sich im ersten Schritt an Glutamatrezeptoren. Das Glutamat bindet, damit kann es ebenfalls zum Ioneneinstrom kommen. Es bilden sich sogenannte exzitatorische postsynaptische Potenziale und wenn davon genügend zeitlich und räumlich zusammenfallen, dann kommt es eben zur Ausbildung eines neuen Aktionspotenzials und die Reizweiterleitung hat dann stattgefunden. Beim epileptischen Anfall hat man hier eine exzessive Glutamatkonzentration. Es kommt also zum exzessiven Feuern von diesen Neuronen. Es werden permanent Aktionspotenziale gebildet. Und somit ist eigentlich klar, wenn man hier an diesen Glutamatrezeptoren eingreift, dann hätte man theoretisch einen probaten Wirkmechanismus zur Verfügung. Und genau das macht das Perampanel. Es greift am AMPA-Rezeptor an. Aber jetzt nicht an der Glutamatbindungsstelle. Ich hatte ja eben gesagt, das Glutamat ist exzessiv vorhanden beim epileptischen Anfall. Das würde bedeuten, der Wirkstoff hätte hier eine hohe Konkurrenz um die Bindungsstelle mit dem Glutamat und man hätte sehr hohe Konzentrationen dann applizieren müssen, was immer zulasten der Verträglichkeit geht. Aber hier bindet er an einer anderen Stelle, das heißt, das Glutamat kann binden, der Rezeptor ist nicht aktiviert und auch bei hohen Glutamatkonzentrationen ist eben dieser Antagonismus durch diese andere Bindungsstelle aufrechterhalten. Ja, ich komme dann
kurz zur Epilepsiebehandlung bei Kindern und Jugendlichen. Ist es klar, dass die Epilepsie mehr als nur die Anfälle sind. In der Konsequenz ist bei Kindern und Jugendlichen das Aktivitätsspektrum eingeschränkt. Man hat oft schwächere schulische und akademische Leistungen. Es gibt Gedächtnisprobleme, neuropsychologische Probleme. Man hat es hier und da auch mit einer geringen sozialen Anpassung zu tun. Und was auch der Fall ist, eine Komorbidität, die häufig vergesellschaftet ist mit der Epilepsie, ist die Depression. Und das ist auch bei Kindern so. Eins von vier Kindern mit Epilepsie hat eine Depression, aber im Vergleich zur Bevölkerung, wo Kinder keine Epilepsie haben, ist das nur eins von 25 Kindern. Also auch was die Komorbiditäten angeht, da spielt die Epilepsie stark mit rein. Bei dieser Studie hat man mal die Kinder und Jugendlichen gefragt, vor was sie da eigentlich Angst haben, was sie besorgt. Und am häufigsten wurde genannt, dass die Gefahr besteht, wenn sie in der Schule einen Anfall bekommen, was denken die anderen. Denn das hatten wir auch von Herrn Fischer gehört, ja, also es ist eine stigmatisierte Erkrankung, man möchte nicht da auffallen, man möchte nicht zur Last fallen und das ist bei den Kindern schon genauso. Natürlich sind sie auch besorgt, dass die schulischen Anforderungen von ihnen nicht erfüllt werden. Viele sind weniger selbstbewusst im Umgang mit Fremden, es ist schwieriger, neue Freunde zu finden. Neue Aktivitäten werden vermieden. Einige Aktivitäten sind ja auch sehr schwer möglich bei einer aktiven Epilepsie, wie Schwimmen. Da besteht ja die Gefahr, dass man dann ertrinkt. Also das ist dann schon sehr problematisch. Bergsteigen ist auch so eine Sache, die Klettern, die problematisch ist. Schulausflüge, Klassenfahrten, wo mehr Zeit miteinander verbracht wird, wo natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass andere einen Anfall mitbekommen, sind ebenfalls ein bisschen problematisch und neue Beziehungen einzugehen, ist dann entsprechend auch schwieriger. Und ein Drittel der Kinder verheimlichen die Epilepsie speziell vor Klassenkameraden, weil sie eben Angst haben, anders behandelt zu werden und weil sie der Meinung sind, dass es einfach andere dann auch nichts angeht. Zu guter Letzt möchte ich jetzt auf die Zulassungsstudie von Perampanel bei Kindern eingehen, auch unter besonderer Berücksichtigung der Kognition. Bei diesen Zulassungsstudien im pädiatrischen Bereich ist es mittlerweile auch so, dass man die Wirksamkeit nicht mehr nachweisen muss. Es wird gesagt, wenn ein Medikament bei Erwachsenen wirksam ist, kann man die Wirksamkeit extrapolieren auf die Kinder. Das ist, was die Verträglichkeit betrifft, aber nicht so. Da muss natürlich genau hingesehen werden, ob der Wirkstoff genauso verträglich bei den Kindern ist wie bei Erwachsenen. Und so war das dann auch hier der primäre Endpunkt. Nichtsdestotrotz hat man natürlich dann auch hier als sekundäre Endpunkte die Wirksamkeit sich angesehen oder dann auch Verhalten und Kognition beispielsweise. Von dem Design her ist das so ein klassisches Studiendesign. Das war jetzt hier eine offene Studie. Man hat hier unterteilt in eine Baseline-Phase zu Beginn Patienten im Altersbereich von 4 bis 7 und von 7 bis 12 Jahren. Dann gab es eine Titrationsphase, also wo das Medikament aufdosiert worden ist, über 11 Wochen bis zur möglichen Höchstdosis von 12 Milligramm. Nochmal jeweils unterteilt in Begleitmedikationen, die enzyminduzierend waren. Also das waren dann diese alten Antiepileptika, die ja, hatte ich eingangs gezeigt, durchaus ein bisschen problematisch sein können. Und solche Medikamente, die nicht enzyminduzierend sind. Dann gab es eine 12-wöchige Erhaltungsphase und danach noch ein Follow-up. Über die Ein- und Ausschlusskriterien können wir, denke ich, schnell hinweggehen. Es sind durchaus auch Patienten hier eingeschlossen worden, die schwerer von Epilepsie betroffen waren. Das sieht man daran, dass drei bis zu drei Medikamente in der Basistherapie zugelassen waren, wo dann das Perampanel als viertes on top gegeben worden ist. Und es war auch beispielsweise erlaubt, dass Patienten einen Vagusnervstimulator hatten, es sei denn, der ist vor sehr kurzer Zeit implantiert worden.
diese Tabelle, die genauso schockierend ist wie die Tabelle vom Anfang, möchte ich eigentlich nur zeigen, um darzustellen, dass es drei Kohorten gab. Einmal die Anfallsart betreffend, einmal die Altersgruppe 4 bis 7, 7 bis 12 und auch die Begleitmedikation als Kohorte, als unterteilt in Patienten, die Enzyminduktoren in der Co-Medikation hatten und solche, bei denen das nicht der Fall war. Insgesamt hat man 208 Patienten gescreent, davon konnten 180 eingeschlossen werden, 180 sind behandelt worden und 146 haben die Studie abgeschlossen. Was die Dosisstärke anbelangt, das Perampanel kann man bis zur maximalen Dosisstärke von 12 Milligramm einsetzen, so lag die immer im mittleren Bereich, alle Kohorten betreffend, bei so 6-7 Milligramm bis auf diese Gruppe, wo die Enzyminduktoren in der Begleitmedikation waren, da musste man etwas höher gehen. Was jetzt der primäre Studienendpunkt betrifft, das ist ja die Verträglichkeit, so fällt wahrscheinlich sofort ins Auge, dass ein Patient im Alter von 4 bis 7 Jahren leider verstorben ist. Das war eine virale Myokarditis, die nicht als im Zusammenhang mit der Therapie stehend erachtet worden ist. Was die häufigeren Nebenwirkungen anbelangt, so sind die eigentlich im Einklang mit dem, was man aus dem Erwachsenenbereich auch kennt, Somnolenz, Schwindel, an dritter Stelle Reizbarkeit. Das sind so die Nebenwirkungen, die bekannt waren. Nasopharyngitis ist hier neu dazugekommen, aber das ist eine Nebenwirkung, die gerade im pädiatrischen Bereich eben sehr häufig auftritt. Und es ist fraglich, ob das jetzt wirklich an der Substanz liegt oder einfach an der Gruppe. Ja, die Wirksamkeit ist ja auch beurteilt worden. Und Sie sehen hier sehr schöne Wirksamkeitsdaten für das Perampanel Responderraten. Das ist hier in dem dunklen Blau dargestellt. Das sind die Patienten, bei denen die Therapie dazu führt, dass 50% der Anfälle reduziert werden konnten. Was hier in dem helleren Blau dargestellt ist, das ist die Anfallsfreiheit und auch da hat das Perampanel sehr hohe Werte vorzuweisen. Also eine gute Wirksamkeit ist auch hier in dieser Altersgruppe bestätigt worden. Und man hat ja auch die Kognition untersucht, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, denn wenn, ich sag mal, in der Schulzeit die Kognition durch eine Therapie zusätzlich noch so weit herabgesetzt wird, dass die schulischen Leistungen massiv beeinflusst werden, hat das Konsequenzen für das gesamte Leben. Also man sollte möglichst Medikamente bei Kindern und Jugendlichen einsetzen, die die kognitiven Reserven nicht stark angreifen. Und hier sehen Sie, trotzdem Perampanel ja on top gegeben worden ist, hat sich in der Kognition nichts verschlechtert. Sie sehen das hier in diesen Balken, ein Stückchen verbessert, aber nicht signifikant. Aber wie gesagt, das wesentliche Merkmal ist, es gibt letztlich keine Verschlechterung. Was man hier auch noch untersucht hat, ist das Verhalten mit der Child Behavior Checklist. Hier dargestellt bei den ganz kleinen Kindern im Altersbereich 4 bis 5 Jahren. Auch hier ist dargestellt, dass es in der Tendenz eher eine Verbesserung gibt, also auch keine Verschlechterung, was das Verhalten anbelangt. Und auch bei der Gruppe 6 bis 12-Jährigen ist das in der Tendenz auch verbessert, wenn gleich etwas schwächer ausgeprägt, aber auf jeden Fall auch keine Verschlechterung. Die Ergebnisse sind jetzt hier nochmal im Fazit so zusammengefasst und hier wird auch noch kurz auf andere Parameter eingegangen, was jetzt Wachstum, Entwicklungsparameter wie Körpergewicht, Körpergröße, Schilddrüsenfunktion, IGF-1-Spiegel angeht. Da gab es keinen signifikanten Einfluss. Die Beobachtungszeit war ja auf ein Jahr beschränkt, also wie es nach mehr als einem Jahr aussieht, das kann man dann entsprechend hier nicht sagen. Ja, und wenn Sie auf die Idee kommen, das Präparat einzusetzen, hier ist nochmal das Anwendungsgebiet, sowohl fokale Epilepsie als auch primär generalisierte tonisch-tonische Anfälle bei idiopathisch generalisierter Epilepsie. Im Add-on-Bereich kann es eingesetzt werden. Man soll es einmal täglich direkt vorm Schlafengehen nehmen. Es gibt es als Tabletten in 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Milligramm Stärke. Das sind sehr kleine Tabletten. Es gibt aber auch gerade für Kinder eine orale Suspension mit 0,5 Milligramm pro Milliliter. Da kann man also auch sehr schön fein dosieren. Und ja, man muss nicht den Spiegel bestimmen, sondern es wird eigentlich unter Berücksichtigung der Verträglichkeit bis zur klinischen Wirksamkeit dosiert. Und damit, glaube ich, bin ich gut im Zeitrahmen. Oh ja.
kleine Frage. Sind denn so die Off-Label-Indikationen wie suprarefraktärer Status oder auch der Einsatz bei manchen Hirntumoren, ist das auch von der Seite der Firma systematisch aufgegriffen und nachverfolgt worden oder bleibt es so Off-Label-Einsatz halt in der Klinik? Das wird Off-Label-Einsatz bleiben. Also gibt es auch kein Interesse? Also gerade im onkologischen Bereich ist es ja höchst spannend bei Gliomen und die Arbeitsgruppe um Professor Winkler in Heidelberg, die forscht auch weiter daran, ja, die kriegen auch die Substanz von uns. Die macht das allerdings jetzt über Förderungsanträge und wir mussten da bestätigen, dass wir keine klinische Forschung in dieser Richtung betreiben, denn sonst hätte er keine Förderungsanträge gekriegt. Okay, ja. Also er kriegt von uns die Substanz und es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange patentgeschützt, ja. Also 2026 ist halt Schluss. Und möglicherweise, je nachdem wie die Ergebnisse halt ausfallen, hätte man dann auch eine Substanz, die nicht nur die Epilepsie bei Gliomen positiv beeinflusst, in sehr niedrigen Dosen schon, sondern möglicherweise auch das Tumorwachstum hemmen kann. Dann hätte man, wenn es generisch ist, eine onkologische Therapie zum Z-Bereich. Und da wird dann auch keine Krankenkasse hingehen und sagen, es gibt einen Regress oder so, ja, weil es dann wirklich ja im Cent-Bereich sich bewegen würde, statt hunderte Euro. Aber das ist Zukunftsmusik und ESA wird das nicht mehr lange. Zumal, und man muss ja bedenken, wenn wir wirklich in die Onkologie gehen würden, dann würden wir in der Epilepsie generisch und in der Onkologie hätten wir ein patentgeschütztes Präparat zu einem hohen Preis und dann würde jeder mit dem Finger auf die Firma zeigen und sagen, diese Schweine. Also,